Sie sind hier, 9. Dezember 2018, Update um 15.21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lukas Vögel lief mit der Männerstaffel auf Platz 6. Urheberrecht Getty Images. Update: Die Männerlanglaufstaffel überzeugt auch ohne den erkrankten Janosch Brugger. Die junge deutsche Frauenauswahl liefert ein respektables Ergebnis ab. Auch ohne Überraschungsmann Janosch Brugger haben die deutschen Skilangläufer im ersten Staffelrennen des Weltcup-Winters einen Achtungserfolg verbucht. Die DSV-Auswahl belegte im norwegischen Beitostølen Rang 6 und erreichte ihr bestes Ergebnis seit dem 4. Platz in La Closas vor 2 Jahren. Die deutsche Frauenstaffel hatte zuvor in Beitostølen Platz 8 erreicht beim Heimsieg der Norweger, die nach 4x7,5 Kilometer 0,7 Sekunden vor Russland und 53,4 Sekunden vor Norwegen 2 lagen, hatten Thomas Wiik, Jonas Dobler, Lukas Vögel und Thomas Ring nur 0,7 Sekunden Rückstand auf die viertplatzierten Schweizer. Von Sieger Norwegen trennten Deutschland allerdings stolze 2:09:09. Überraschungsmann Brugger erkrankt. Der 21 Jahre alte Brugger, der eine Woche zuvor in der Verfolgung von Lillehammer als Tagesschnellster seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, fehlte erkrankt und wurde auch am Samstag im Einzelrennen über 30 Kilometer schmerzlich vermisst. Dort kam Dobler beim Sieg des Norwegers Sjur Røthe als bester Deutscher auf Platz 31. Frauenstaffel läuft auf Platz 8 die junge DSV-Frauenauswahl, Durchschnittsalter 22,5 Jahre, mit Antonia Frebel, Katharina Hennig, Julia Belger und Viktoria Kahl lag am Sonntag nach 4x5 Kilometer 2:05:06 hinter Gastgeber Norwegen, der angeführt von Topstar Therese Johaug souverän vor Russland 2:37,3 und Finnland 37,8 siegte in der bereinigten Wertung. Nur eine Staffel pro Land kam das deutsche Quartett auf Platz 6, das gleiche Ergebnis wie bei der WM 2017 und Olympia 2018. Wie damals war der zeitliche Abstand zur Weltspitze aber gewaltig. Johaug, die nach abgesessener Dopingsperre derzeit mit Abstand die stärkste Läuferin der Welt ist, hatte bereits am Samstag das Einzelrennen über 15 Kilometer unangefochten gewonnen. Hennig war auf Platz 30 beste Deutsche. Vor der WM in Seefeld, 19. Februar bis 3. März, werden noch am 27. Januar im schwedischen Ulricehamn Staffeln gelaufen, von Sportinformationsdienst.